Alright. Alright, alright, alright. Bouquet die Achte. Moin Leute und herzlich willkommen zu The Photo Space. Es ist mittlerweile kalt und auch dunkel draußen. Ihr seht schon, ich habe meistens einen Kaffee, der Marc hat einen Rollkragenpullover an. Und in der dunklen Jahreszeit werdet ihr nicht umhinkommen, eben auch in der Dämmerung oder am Abend zu fotografieren. Und vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, dass, wenn ihr dann fotografiert, der Hintergrund oft besonders unscharf ist und ihr diese Unschärfekreise in den Hintergrund bekommt. Das Ganze nennt man Bokeh. Also das ist japanisch und heißt so viel wie verschwommen oder ja unscharf letztendlich. Und genau über diesen Effekt wollen wir heute mit euch reden und wollen euch erklären, wie ihr den bewusst erzeugen und einsetzen könnt, um eben coole, kreative Bilder zu machen. Wir haben das schon mal so ein bisschen probiert hier im Hintergrund. Funktioniert mit unserem Setup jetzt so nicht ganz. Deswegen erklären wir euch jetzt, wie es noch besser geht. Ja. Bokeh, was ist das überhaupt? Ich hatte es schon erwähnt, das Wort kommt ursprünglich aus dem Japanischen. Die erfinden halt alle Kameras und scheinbar auch alle Worte für die Kameras. Und wie gesagt, es geht um den unscharfen Hintergrund. Also zum einen natürlich den allgemein unscharfen Hintergrund, aber im Besonderen eben um diese unschärfe Kreise, die man so kennt. Und das ist ein sehr subjektives Thema, besonders auch was die Qualität des Bokehs angeht. Und ja, es gibt gutes, es gibt schlechtes Bokeh. Das hängt immer ein bisschen damit zusammen, auch was ihr für ein Objektiv verwendet. Und darauf geht Marc jetzt ein. Genau, also je nachdem, welches Objektiv ihr habt, habt ihr ein schönes oder ein nicht so schönes Bokeh. Ihr solltet auf jeden Fall ein Objektiv nutzen, mit dem ihr die Blende weit aufmachen könnt. Also mindestens 1,8, ja. Je weiter ihr die Blende öffnet, desto schöner wird euer Bokeh. Also desto mehr Unschärfe habt ihr einfach im Hintergrund, desto schöner werden die Kreise dann auch einfach abgebildet, wenn ihr irgendwelche Lichtquellen zum Beispiel im Hintergrund habt. Aber nicht nur die Blende ist dafür zuständig, ein schönes Bokeh zu erzeugen, sondern durchaus auch die Brennweite. Das heißt, wenn ihr eine Brennweite habt von mindestens 50 oder 85 oder 105, könnt ihr auf jeden Fall auch schöne Porträtaufnahmen machen oder auch andere Sachen abbilden. Also je weiter weg ihr im Prinzip seid, desto mehr Unschärfe habt ihr also auch. Welche Lichtquellen eignen sich eigentlich, um Bokeh zu erzeugen? Wichtig ist immer, dass die möglichst punktförmig sein müssen. Klassiker sind zum Beispiel die Lichterketten auf dem Weihnachtsmarkt. Gerade jetzt zu der Jahreszeit, wir haben Nikolaus, ist es so das Einfachste, um ein bisschen mit dem Bokeh zu spielen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, gerade diese schönen Unschärfekreise zu erzeugen. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wenn ihr im Wald seid und ihr habt das Laub und die Sonne fällt durchs Blätterdach, dann habt ihr oft auch einen schönen unscharfen Hintergrund mit Bokehbällen, die dann eben durch diese kleinen Lichter erzeugt werden, die durchs Blätterdach fallen. Ansonsten, wenn ihr Spitzlichter auf Wasser, auf den Wellen habt, die werden, wenn sie unscharf dargestellt werden, auch schön kreisförmig abgebildet. Genauso wie zum Beispiel Wassertropfen beim Springbrunnen oder bei Wasserfällen etc. pp. Also das sind so Möglichkeiten, wenn ihr genau diese Bokehbälle erzeugen wollt, welche Motive sich dafür eignen. Auch ein wichtiger Punkt ist der Abstand zwischen dem Motiv und den Lichtern oder was auch immer im Hintergrund halt zu sehen ist. Also ihr merkt es schon, ne, wir haben jetzt nicht so arg viel Abstand zu unseren Lichtern hier, deswegen sind die nicht verschwommen und deswegen gibt es hier halt null Bokeh. Also deswegen guckt einfach immer, dass ihr wirklich das Motiv, dass ihr viel Abstand habt zwischen dem Motiv und dem, was halt hinten zu sehen ist. Ihr könnt auch gerne nah rangehen an euer Motiv. Also ihr kennt es aus der Porträtfotografie, wenn man die Blende weit aufmacht und wirklich schön nah ans Gesicht rangeht, sodass nur die Augen und die Nase noch oder der Mund auch scharf sind, dann wird alles andere hinten unscharf und je mehr Unschärfe ihr habt, desto mehr Bokeh habt ihr dann. Wir hatten jetzt schon einiges an Motiven erwähnt. Marc hat es gerade angesprochen. Natürlich, die Porträtfotografie ist ein besonderes Beispiel. Da möchten wir einfach alles Unnötige ausblenden. Und denkt dran, es muss nicht immer diese kreisförmigen Unschärfebälle im Hintergrund sein, sage ich mal so. Es reicht ja schon, wenn einfach euer Hintergrund komplett unscharf wiedergegeben wird. Auch das ist schon eine Art von Bokeh, ne? Aber was eignet sich ansonsten noch für sowas?
Marc hat es gerade zur Weihnachtszeit jetzt gemacht. Du hast Weihnachtskarten gestaltet und da kann man das auch machen. Genau, schön mit Lichterketten zum Beispiel im Hintergrund oder irgendwelchen Teelichtern vorne, ja, und hinten, dann kriegt ihr da auch mal schöne Effekte dahin. Genau, gerade wenn ihr in den Bereich der Makrofotografie kommt, dann habt ihr besonders geringe Tiefenschärfe und damit ein sehr schönes Bouquet oft im Hintergrund. Ansonsten, wir hatten ja schon gesagt, je länger die Brennweite ist, umso geringer die Tiefenschärfe und eben auch umso prägnanter das Bouquet. Und das seht ihr auch ganz oft in der Tierfotografie, wo man sogar 200 mm und mehr zum Fotografieren benutzt. Da habt ihr auch immer so einen richtig schönen samtweichen Hintergrund, oft dann eben auch mit schönen Unschärfekreisen. Und einen Bonustipp haben wir für euch. Jetzt werden natürlich alle mit uns schimpfen, die sagen, ich habe aber keine tolle Spiegelreflex mit einem sauteuren 1,0 Objektiv vorne dran. Wie soll ich den Bokeh erzeugen? Ist richtig, ist schwierig, aber heutzutage haben wir zum Glück einen kleinen Trick, den wir anwenden können. Wenn ihr jetzt nur mit dem Smartphone fotografiert, die meisten modernen Smartphones haben den sogenannten Porträtmodus. Wenn ihr den auswählt, meistens haben die dann zwei Objektive, mit denen die sozusagen die Bokeh-Effekte rechnerisch erzeugen können, also sozusagen künstlich einfügen. Ist nicht ganz so perfekt, wie wenn ihr es mit einer schönen Kamera und einem großen Objektiv oder einem weit öffnenden Objektiv macht, aber es ist ein toller Effekt, der gerade eure Smartphone-Bilder nochmal aufs nächste Level hebt, sodass die vielleicht auch ein bisschen professioneller aussehen. Genau. Und für den Anfang reicht das auch. Für den Weihnachtsmarkt reicht das auch. Für den Weihnachtsmarkt reicht es auch. Und mit 1,8 auf dem Kessel und einem guten Glühwein in der Hand sieht man eh überall nur noch Bokeh. Genau. In diesem Sinne, habt eine besinnliche Weihnachtszeit. Viel Spaß beim Ausprobieren auf dem nächsten Weihnachtsmarkt mit der Bouquet-Fotografie und ansonsten trinken Glühwein, lasst euch gut gehen, ho 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 und dann bis zum nächsten Mal. Ho ho, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich muss mich gerade zum Beherrschen, wo du lustige Kreise gesagt hast. Die Kreise, die lustigen Kreise. Hä? Egal. Du sagtest, es gibt so lustige Kreise. Okay. Ich dachte, wieso sind die so lustig eigentlich? Weil die da im Hintergrund so lustig rumhängen. Ja. So. Okay.